Zeig mal ganz kurz. Oh, warte mal. Glückwunsch, du hast das Hauptabenteuer abgeschlossen. Nun kannst du das Bonus-Kapitel spielen. Du findest es unter Bonusinhalt im Hauptmenü. Okay, ja, spiel mal gleich im Bonusinhalt. Ich zeige nochmal ganz kurz. Kann ich das so? Ja, das geht, das geht, das geht, das geht. Pass auf. So, der ein oder andere weiß schon, um welches Spiel es sich handelt. Ich weiß, ob man das in der Webcam sieht. Jetzt machen wir erstmal ganz kurz den Bonusinhalt, ganz kurz vor allen Dingen, der wird ja eh wieder lang. Oh, Bildschirmschoner. Ich möchte mir diesen Bildschirmschoner installieren, denn es gibt für mich nichts Schöneres, als dass ich tagtäglich bei meinem Desktop in der Wartezeit an Grim Tales erinnert werde. An die schönen Zeiten, die man hatte, das Lachen. Hier ist eine Hand. Low Five. So, auf jeden Fall Bonuskapitel machen wir jetzt mal. Jetzt spielen. Ach so, sag das doch. Jetzt bin ich gespannt. Ich hab auch bald meine Tage. Hihihi. Tschüss. Ein Opel GT, war klar. Wait, I mean you no harm. You remove the vines of evil from me and my spirit was let loose, but I'm doomed to wander here, restless until the curse is broken. I was once young and crazy in love with my husband, but then he died. I was left all alone. Please help me. I know your will is strong. You can help me break the curse and reunite with him. At least then he and I will be together. I don't want to be this house's restless ghost. Take a look at my dressing table mirror. I used to keep important things there. Ich meine, die ist heiß, oder? Also der Grey Grey kann die sich doch als Hausgeist einfach mitnehmen und die jeden Tag belästigen. So ist der Grey Grey eben. Wieso wächst er jetzt eh vor ihrem Fahrrad? Ja, aber ganz ehrlich, ganz ernsthaft, eigentlich tat die mir ja auch leid von der Geschichte her, weil die arme, blutige Marie, wo ist das Wimmelbild hin? Ich komme nicht heran. Der hat er immer noch, Alter, das arme Ding. Ja, auf jeden Fall, die arme Marie tat mir sehr leid, weil die hat ja nur eine tragische Geschichte und die ist ja eigentlich auch kein böser Geist. Das war halt nur der Zorn, die Enttäuschung, die verlorene Liebe, dieses ganze Gedingse da halt, weißt du, dieser romantische Scheiß. So, ich brauche ein Werkzeug, das Eisen schneiden kann. Nimm noch deine Vorderzähne. So, jemanden, der dir helfen kann. So, schickst jetzt mal das Viech in die Dornen. Mit bloßen Händen mag ich nicht graben. Sag doch einfach wieder, die Erde ist magisch. So, ja, okay. Werkzeug mit Eisen. Jetzt bin ich mal gespannt. Haben wir die Hauptstory einfach mal durchgespielt? Was ist das? Haarnadel, natürlich. Tür ist abgeschlossen, aber davon lasse ich mich nicht aufhalten. Der bricht überall ein, ist ja klar. Mit der Haarnadel ging es offenbar nicht. Hier ist hier die Tür. Fahrrad. Wo ist denn der Sattel? Mann, erst die Mama-Puppe weg und jetzt auch noch der schnüffelnde Fahrradsattel. Und wieso ist das Auto noch da? 3414. Ein Teil des Schlosses fehlt. Was ist das denn hier? Als Jackie hierher kam, schickte sie mir diese Postkarte mit einer Karte. Ach so, da ist eine Map quasi drauf. Ein Teil des Schlosses fehlt. Natürlich, 3414 ist der Code. Das ist total schwer. Ein Teil des Schlosses... Wieso geht da mal Licht an, wenn ich mit der Maus... Was ist... Da geht doch die Batterie leer, lass das doch. Okay, wir haben eine kaputte Haarnadel, wir haben einen verzierten Hebel. Kann ich nicht einfach... Nö. Haarnadel da rein? Das brauche ich jetzt nicht. Ach so, ja. Natürlich. You've got to understand what happened. I'll show you how the house looked back when I lived and loved here. Auf einmal ist alles sauber. Ich hätte nicht erwartet, dass es hier auch gemütlich sein könnte. Es ist fast wie ein Wunder, wie mein Antlitz, mein Gesicht. Ja, hätte er nicht erwartet, dass es hier auch sauber sein kann? Ich meine, klar, die Kinder haben ja nur auf der Müllhalde hier gewohnt. Was haben wir denn da? Rule 1, cover every mirror before the sun sets. Das ist doch der gleiche Scheiß wieder. Die Pflanzkelle ist kaputt, aber vielleicht kann ich sie ja reparieren. Und ein rostiges Schloss?
Wieso ist hier noch Kinderlachen und warum sind hier Kinderzeichnungen? Wir sind doch gerade im Haus, wie es aussah, bevor das ein Internat war, als sie ja noch lebte und liebte, wie sie gerade meinte. Und da liegen Kinderzeichnungen oder sind das die Kunstwerke des Paares oder ich weiß auch nicht was. Oh, es war schön hier. So ein bisschen Gothic, die Alte, ne? Die Mary ist schon so ein bisschen... Auch vielleicht ein bisschen Bondage, die Richtung. Man weiß nicht. Die Mutter sieht auf jeden Fall aus wie ein alter Ledergürtel. Was haben wir denn da hinten drin? Wenn ich den Spross zum Wachsen bringe, sollte er die Ziegel zerbrechen? Natürlich, denn Bäume wachsen innerhalb von Sekunden. Vielleicht ist ja eine Bohnenranke, die in den Himmel wächst. Na klar. Was ist das denn hier? Okay, müssen wir zum Wachsen bringen. Können wir das mitnehmen hier? Ein spezielles Werkzeug. Wir brauchen so eine Computerschraubenzieher, ist das doch. Was haben wir denn hier? An der Statuette fehlt etwas. Na, hier fehlt auch überall was. Das ist doch. Ich kann nichts mitnehmen, aber überall fehlt was. Schön hier, wie das schon alles durchwächst und so, ne? Muss man einfach mal sagen. Und hier tatsächlich schwarze Magie. Kann ich nicht gutheißen. Die Klinge ist sehr stabil. Sobald ich einen Dolch daraus gemacht habe, kann ich ihn benutzen. Nimm doch mal irgendwas mit. Und wir sind hier bei Kinderzeichnungen. Die hatten noch... Ach doch, hatten die Kinder? Ich glaube, die hatten Kinder. Da fehlt ein Ausstellungsstück, natürlich, das werden wir finden. Hier ist das Badezimmer hinter dem Arbeitsraum, da wo es ja auch hingehört. An der Statue fehlt, überall fehlt alles. Was ist das da unten? Was ist das für eine hässliche Badezimmergarnitur? Welcher Teil des Mechanismus fehlt? Natürlich, wir müssen alles herausfinden. Wir müssen alles einsetzen. Vielleicht kann ich es herausziehen. Hier, damit, vielleicht mit der Haarnadel. Einsetzen, überall müssen wir was einsetzen. Ein Wimmelbild, immerhin mal was, was wir tun können. Theoretisch würde ich ja sagen, oh, ich würde mich da gerne reinlegen, aber hier ist so viel Dreck drin und so viel Müll, auch da unten am Boden, das ist so ekelhaft, da möchte ich wirklich nicht, nee. So, Tagebuch. Ich bekam einen Schreck, als ich Mary auf der Veranda des Internats sah. Es stellte sich heraus, dass ihre Seele von einem uralten Bösen verflucht wurde, das sich im Sackgesicht versteckt hatte. Als wir ihn zerstörten, wurde Mary davon befreit. Ich wollte nicht länger bleiben, aber ich sollte ihr helfen, endlich Frieden zu finden. Natürlich, helf mir gerne. Jetzt aber erstmal raus hier und... Ist ja gar kein Wimmelbild. Total verrostet, dagegen sollte ich was tun. Wir können nichts mitnehmen, wir können nur ölen. Ich dachte, wir können jetzt... Ach, Mann, wir können nichts tun, wir können nur rumlaufen und versuchen, alles anzuklicken und nichts hilft. Okay, wir brauchen Öl, wir brauchen... Nein, da waren wir schon. Wir brauchen irgendwas, das, da waren wir schon. Ihr Ehemann liebte sie so sehr, dass er ein Porträt von ihr anfertigen ließ. Ist das romantisch? So, der gute Ehemann. Kommen wir denn da oben wieder hin aufs Dach? Nee, ne? Nee, da ist ja auch keine Leiter. So, schauen wir uns einmal mal ein bisschen weiter um. Hier der Garten zum Beispiel. Wie sah der damals aus? Schon anders. Auf jeden Fall viele Rohre, wie es aussieht. Warum so viele Rohre? Ich benötige ein Werkzeug zum Abschrauben des Wasserhahns. Da unten ist ein Lenkrad. Ich benötige ein Werkzeug, Immer benötigen wir hier... Moment, ich muss mir anders hinsetzen. Alter, ich benötige hier ein Werkzeug langsam mal. Ich muss den Zement entfernen. Oh, wir können was mitnehmen. Ich muss das fehlende Teil einsetzen. Natürlich, kann man nicht die Haarnadel dafür nehmen, natürlich nicht. Bitte raus. Es wird auf jeden Fall, es ist total, es ist viel besser als alles, was ich hier gespielt habe. Ich brauche jemanden, der Übung hat im Löcher durchsuchen. Wo kriege ich denn jetzt einen Gynäkologen her? So, nehmen wir mal den hier. So. Unser kleiner Hobby-Gynäkologe. Jetzt haben wir ein Eidechsenauge, natürlich. Warum auch nicht? Ohne Sprossen kann ich leider nicht reparieren. Einen Nagel haben wir ja schon mal, das wird ja sicherlich reichen. Und dann können wir da hochkraxeln. Mal kommen. Nein! Hier ist es zu dunkel, ich sehe nichts. Okay. Natürlich. Hier beginnt der Fluch also. Halt die Koffer unten, hätten wir vielleicht nochmal durchsuchen müssen. Können wir die durchsuchen?
Ich benötige was Dünnes, um diesen Koffer zu öffnen. Nimm doch einfach deinen Pelikanschnabel. So. Und wir klauen die Münze. Was hat denn der für Hemden bei sich im Koffer? Die sind ja alle kaputt. Wieso hat der Typ zerrissene Hemden im Koffer? Der Reißverschluss ist kaputt. Natürlich, natürlich, natürlich. Hier. Der Koffer ist kaputt. Die Hemden sind zerrissen. Der Typ... Und der Typ soll reich sein? Die mag ich nicht anfassen. Ich sollte mich nach etwas Geeignetem umsehen. Und hier überall Spinnweben an der Wand. Der Typ ist voll ekelhaft. Der hat die Alte nur verarscht. Ich könnte mich verletzen, wenn ich das Glas zerbreche. Ich kann ja mal deinen Kiefer zerbrechen. Dann sehen wir mal, wie du dich verletzt. So, ich gehe mal da rein. Hier war dann später das Jungen-Schlafzimmer. Jetzt ist es eher ein Kinderzimmer, wie es aussieht. Hier sind Dielen. Und eine Libelle. Hehe. Eine Libelle setze ich hier mal rein. Und muss noch... Aussparung! 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 Alter, Aussparung. Langsam. So, was haben wir hier noch? Kacke. Verkackte Arschpisse. Ich klicke hier einfach mal alles an, aber es gibt hier irgendwie nichts zum Rumklicken. Wir brauchen wieder irgendeinen Kack für irgendeine verkackte Aussparung. Retarded Lache. So, gehe ich mal hier rein und dann gehe ich mal da rein und dann gehe ich mal... Was, hier habe ich noch gar nicht geguckt. Aha, Dreck überall. Ich habe Angst, den Inhalt zu beschädigen, wenn ich beim Öffnen nicht vorsichtig bin. Ja, denn nur noch eine Schere haben wir natürlich nicht. Was ist denn das? Bacon. Hier scheint ein Buch zu fehlen. Aha. So, wo kommt nochmal das... Ah ne, das Auto war doch hier. Wo war die Autosammlung? Die Autosammlung war hier. Ja. So. Wir kriegen einen Regenschirm. Aussparung. Ist doch nicht wahr. Es ist unfassbar einfach. Unfucking fassbar. Wie viel Aussparungen man in ein Spiel quetschen kann. Das ist, habe ich noch nie erlebt. So, da fehlt eine Aussparung auf jeden Fall. Vielleicht ein Regenschirm. Dafür kriegen wir wieder ein Sammelding. Nee, was ist denn das? Ein Diamant. Die ganze, was soll ich mit der ganzen Scheiße? Jetzt habe ich nur Scheiß im Inventar. Ein Diamant. Was soll ich mit dem scheiß Diamant? Verkaufen natürlich bei eBay. Würde ich gerne. Geht aber nicht. Wir können ja nicht flüchten von hier. Was haben wir denn da? Der Gürtel sollte aufgehen. Wenn ich etwas bestimmtes... Die Aussparung! Bah! Das gibt's doch nicht. Das ist echt unfassbar mit diese Ausbass. So, Diamant. Brauche ich jetzt nicht. Könnte mich verletzen, aber Diamant aufschneiden will er auch nicht. Dem Herren kann man es ja nicht recht machen. So, hier klicke ich mich nochmal durch die Gegend. Irgendwie. Aussparung. Eine Tasche, die wir natürlich nicht öffnen, denn wir wissen schon per se, da ist bestimmt nichts drin, was wir brauchen. Gehen wir mal in den Garten. Werkzeug. Zement von der Konsole. Aha, Nase juckt. Au, aha. Nase juckt ein bisschen. Und ist ja immer noch so ein bisschen, so halb erkältet. Nicht wirklich erkältet. Nicht wirklich. Hätte man nicht aufgepasst, dann wahrscheinlich. So, ein fehlendes Teil des Mechanismus. Keine Ahnung, was das sein soll. Ich hab keine Ahnung. Gebe langsam auf. Mich selbst auch. Ja, da wollte ich nicht draufklicken. Ich wollte hier nur verzweifelt in der Gegend rumklicken. Ein Werkzeug, das Eisen schneiden kann. Okay. Mit bloßen Händen mag er nicht graben. Drin haben wir eine Schaufel. An die kommen wir momentan noch nicht ran. Denn wir brauchen ja noch etwas dafür. Hier ist noch... Ich brauche etwas Kleines, um die Schraube zu lösen. Hier, was Kleines. Ja. Eine Ölkanne und eine Lampe. Das ist ja schon mal sehr gut. Diese Pflanze kann ich nur mit Hilfe eines bestimmten Werkzeuges abschneiden. Und zwar mit meinen Vorderzähnen. Ich wünschte, er würde es tun. Und es gäbe eine Animation dazu. Das würde ich sehr begrüßen. So, hier hinten.
natürlich noch nichts. Eine Lampe können wir vielleicht da drinnen auswechseln. E.T. nach Hause telefonieren. Das war so gruselig, das war so gruselig, das war so gruselig. Wow, hey, da habe ich mir ein dickes Ei in die Hose gelegt. Ich habe ein Fach gefunden, du musst ihn noch öffnen. Mit einer Aussparung natürlich. Wir müssen die Aussparung... Was ist das denn? Ohne das richtige Werkzeug. Ah, hier, guck mal, hier steht sogar das Werkzeug eingraviert. Vielen Dank, die haben also alles zugenagelt und haben dann noch mit dem Lötkolben eingraviert, wie man es wieder aufkriegt. Wie man Nägel zieht, das ist natürlich toll. Sehr rücksichtsvoll auch. So, ansonsten ist hier eher nichts. Der Clown ist auch weg. Huch. Aber die Kinderzeichnungen sind noch da und Mary kommt dich holen. Also ganz ehrlich. Die Mary, die ja nun wieder ein guter, lieber Geist ist, hat uns hier in dieses Internat geschickt. Der Clown ist ja weg, lalala. Das Internat ist ja jetzt quasi in dem Zustand, in dem das Haus war, bevor es ein Internat wurde und bevor sie böse wurde oder ihr Mann tot war. Ihr Mann lebt ja gerade noch. Trotzdem steht hier, Mary kommt dich holen. Hat ihr Mann das da hingeschrieben? Oder vielleicht sie selbst? Strange. Warum steht das da? So, wir haben... Wo war die Ölkanne? Ich hab eigentlich schon nicht... Ach ja, im Bad müssen wir ja dann... Müssen wir da irgendwas entrosten. Weil jeder weiß ja, im Bad wird Edelstahl benutzt, der nicht rostfrei ist. Gerade weil ihr so wenig mit Wasser in Berührung kommt. Nips. So, ist doch wie neu. Es müssen alle Teile eingesetzt sein, sonst kann ich das Wasser nicht abdrehen. Der hat das Ding doch gerade mitgenommen. Okay, wir gehen jetzt nochmal in den Garten. In den Garten, in den Garten, in den Garten. Was für ein beschissenes Haus, wo alles kaputt ist. Ich will das Lenkrad da haben. Nun weiß ich, wo ich Wasser finden kann, wenn ich welches benötige. Wir werden Wasser benötigen. Okay, jetzt gehe ich da nochmal da rein. Nochmal zum Whirlpool hinnen und repariere alles. Sei vorsichtig, was du dir wünschst. Warum liegen all diese Dinge im Whirlpool? Warum? Guck mal, das Ding hier nehmen wir bestimmt mit. Das brauchen wir nämlich später für eine Aussparung. Warum liegen all diese Dinge im Whirlpool? Make-up, ernsthaft? Eine Rose? Eine Scherzbrille? Ich... Knochen, Nase, ist das die Nase? Knochen, Maßband, 3 Fische. 1, das ist keine, das ist eine Hülpe, das ist eine Ente. 2... Wo ist denn der dritte? Scheiße, hätte ich jetzt mal vorher gesucht, hätte ich das Achievement kriegen können. Der letzte ist immer am besten versteckt. Naja, egal, den finden wir schon noch. Wattestäbchen, Geldbeutel. Mann, den habe ich gerade eben gesehen. Naja, egal. Klebstoff, Duschhaube. Klebstoff, Tulpe. Der hätte man doch anklicken können. Mist. Fisch, Geldbeutel, Maßband. Das Maßband habe ich auch schon gesehen. Da ist es doch. Da ist der Fisch. Wattestäbchen, Knochen, Geldbeutel. Wattestäbchen, Knochen. Wattestäbchen, Knochen. Wattestäbchen, Knochen. Wattestäbchen, wie soll man ein Wattestäbchen? Du bist... Was ist das denn? Lidschatten. So. Und eine Haarspange. Wattestäbchen. Eine Haarspange? Da. So. Pass auf. Pass auf. So, Wattestäbchen, Knochen, Geldbeutel. Wattestäbchen, Knochen, da ist das Wattestäbchen. Knochen. 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 Klebstoff und Geldbeutel. Klebstoff, 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 Klebstoff. Und ein Geldbeutel, Geldbeutel. Geldboy, Geldboy, Geldbeutel. Geldbeutel, Geldbeutel. Geldboy, Geldboy, Geldbeutel. Wilhelm Tell, Gateboy Tell, la 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 la. So, da haben wir das Aussparungs-M. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo kam das hin. Das kam noch in diesen scheiß Kackraum.
Also gehen wir in den Scheiß-Kack-Raum und setzen das Scheiß-Kack-M in die Scheiß-Kack-Aussparung. Ich höre schon auf.